Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfit Plays bei einer weiteren kleinen Runde Diablo 3 in Season 10. Ich bin jetzt gerade bei Kopfgeldquests auf einen Kobold gestoßen, der mich beglückt hat mit dem Reich der Schätze. Das heißt, ich gras hier im Prinzip, ihr seht schon, ich schieße auf die Dinger und da droppen Unmengen an Gold. Habe jetzt auch schon einige Sachen gefunden, die mehr oder minder gut sind. So, damit ihr es auch mal seht, wir kommen im Prinzip jetzt zum Boss, wenn man so will. Und zwar zu dem Fettsack hier. Und der ist aber gar nicht so ohne. Ja, ihr seht's schon. Jesus, Marie. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ihr habt es gesehen, das ist im Prinzip der Eingang, den ich hier gegangen bin. Hier ist schon so ziemlich alles abgefarmt, was so abzufarmen ist. Hier standen überall so Krüge, hier läuft man dann durch. Dass der Schaden von dem Honk wirklich so krass ist, hätte ich mir jetzt im Leben Tag nicht denken. Also, nee. Sorry. Muss ich gerade mal gucken, kann ich hier noch spaßhalber Punkte verteilen? Ja. Auf ein neues, dann müssen wir den Trottel jetzt tatsächlich nochmal versuchen. So, also einfach mehr Defensive, aber es lohnt sich. Also es ist schwierig, da dran zu kommen, aber ihr kriegt dafür eine riesen fette Kiste und es ist definitiv immer was Schönes drin. Das kann man ja noch richtig, ja, im Prinzip einmal kurz rum und absahen. So, mehr ist es aber jetzt, glaube ich, auch nicht. Außer dass man sich hier noch einen Spaß erlauben kann mit der Kiste. Ist witzig, aber bringt nichts. So. Ich muss jetzt mal kurz zurück und gucken, was es gegeben hat. Es war auf jeden Fall ganz witzig. Auch wenn ich jetzt einmal auf die Fresse gekriegt habe und mal ganz Zeremonienmesser. So, mir legendärer Ring. Haben wir schon sowas in der Art? Legendär. Ja, schön, nett und gut. Passt. Gleiche Schmu wie immer. Nette Items, mit denen man aktuell nichts anfangen kann.
So, das heißt, wir haben jetzt wieder einen Haufen zu verschrotten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viel. Ich glaube, 30 Millionen haben wir jetzt mit einem solchen Reich der Schätze Level gekriegt. 30 Millionen ist schon ganz ordentlich. Also, da gibt es jetzt definitiv mal nichts zu meckern. Und ich gucke jetzt auch gerade mal kurz. Ne, da waren wir schon. So. Gut, dann muss ich jetzt nochmal den ganzen Weg laufen. Krypta, Krypta, Krypta. Die Geister segnen mich. Euer Untergang ist besiegelt. Ich brauche mehr Zeit. Die Geister holen euch. So, also jetzt kommen auch schon mal ordentliche Schadenswerte herum. Das ist sehr schön. Mitten ins Herz. So, jetzt gucken wir doch einfach mal, wo es hier lang geht. So, liegen lassen wir nix. Jetzt sind wir schon da. So, Ebene 2. Ja, komm. Heul doch. Seid auf der Hut. Geister lügen. Weitsbild. Macht euch das. Unsere aufdringliche Tochter sollte uns besser in Ruhe lassen. Ihr werdet für ihre Schwäche zahlen. Ja. Die Torheit uns zu stören. Endlich sind sie frei. Dank euch kann meine Familie nun im Frieden ruhen. Frei von dem Fluch, den sie selbst verursachten. Manche Geister verbleiben, um vergangenes Unrecht wieder gut zu machen. Ich habe mich geirrt. So, Quest abgeschlossen. Diesmal können wir gleich weiter.
keine Zeit verschwenden, auch wenn ich das jetzt schon wieder gemacht habe. Das ist eigentlich, ja, also zwei haben wir jetzt zumindest schon mal. Und gleich direkt zu drei. Die Bücher können da gern mitnehmen. Oh, was habe ich jetzt getan? Unnötig. Unnötig. Es war Lazarus. So. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Hier kommt euer Tod! Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Echter Volltreffer. Die Geister. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Naja, das sehe ich anders. Oh! Wenn das alles war, dann können wir die da hinten auch noch mitnehmen. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorasch und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt, doch ich kämpfte weiter. Du, statt du tust mir so leid. So, eine haben wir noch, eine haben wir noch. Ab geht's zur Krypta. Dürfen wir den Trottel nochmal richtig der Arschfassole hier. Wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen?
euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Easy. Wenn ich jetzt gleich noch die Mats kriege, dann kann ich gleich noch was enchanten. Dann geht's gleich richtig der Wetter. Komm her, oder Bastard. Auf, schneller, du kostet mich Zeit. So, gucken wir mal, was geht. Nicht viel, aber... ja. So. Ein bisschen bequem mache. So. Wenn das alles war. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, mach das. So, defensiv leben. So. Eure Taten sollen belohnt. Ihr habt ihr. Das Licht in euch wird stärker. Ich merk's auch schon, ja. So, kritischer Treffer erhöhen, sehr schön. Langsam nähern wir uns den 620.000, immerhin. So, dann verkaufen wir gleich mal den Schrott. Ja, ich weiß, es ist kein Schrott, aber es ist halt... es ist nichts, was ich im Moment brauchen könnte. Nicht annähernd. So. Dann mal hier. Und die Hälfte wahrscheinlich auch schon dreimal. Da muss ich jetzt echt gucken. Vielleicht sogar was dabei. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Schade. Bin jetzt sogar ernsthaft im Überlegen. Schaden von Heimsuchung um 11% erhöht. Ja gut, aber dazu könnte ich ja die Jadeernte einfach. Also die Schultern hebe ich mir mal auf. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Die Hosen habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal. Gehen direkt mal in die Verschrottung. So. Muss ich gerade mal gucken. Ich hätte jetzt sogar genug Höllenfeuergedöns. Muss ich gerade noch mal gucken. Wo haben wir sie denn, die gute Frau? So, Höllenfeuer.
Nee, die brauche ich eigentlich im Moment auch nicht. Dann würde ich sagen, das war's für heute und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bye bye.